nichts zu berichten, Sir. Das ist schön. Wir gehen zu Elena und dann haben wir eigentlich die Reihe hier auch fast abgeschlossen. Wir können die Tür hier aufsperren. Die kriege ich auch nicht auf. Schauen wir uns um die Wölfe, damit unsere Bauern wieder sicher sind. Die Wölfe sollten jetzt. Das habe ich doch schon. Sie werden euch keine Schwierigkeiten mehr machen. Freut mich, das zu hören. Ich werde die Bauern benachrichtigen und meinen Mann wissen lassen, was ihr getan habt. Es mag euch vielleicht unbedeutend erscheinen, aber ihr habt diesem Land Hoffnung gegeben, die es dringend brauchte. Ich danke euch. Dann können wir jetzt bestimmt zu ihm auch gehen und können es auch abschließen. Elena sagt, ihr hättet euch um diese verfluchten Dämonenwölfe gekümmert. Jetzt sollte es für unsere Bauern wieder sicherer sein. Ihr habt euren Teil der Abmachung erfüllt, Inquisition. Meine gesamte Herde gehört euch. Gemeinsam mit ein paar guten Leuten, die sich um sie kümmern. Ihr habt der Inquisition eure Stallburschen und Pferde überlassen. Was ist mit euch? Naja, ihr habt hier ordentlich aufgeräumt. Und ich kann nicht behaupten, es würde mich nicht reizen. Trotzdem fühlt es sich falsch an, mein Land zu verlassen und wieder Stallmeister zu spielen. Oh, seid ihr ein Anhänger anderes? Das hier ist eine Glaubensangelegenheit. Der Erbauer würde wollen, dass die Besten sich uns anschließen. Ich habe schon viel über euch Leute gehört. Kann aber nicht behaupten, dass mich eure Sache interessieren würde. Na schön, Inquisition. Ich kümmere mich selbst um eure Pferde. Keiner soll sagen können, Radcliffe hätte nicht seine besten Leute geschickt. Lasst mich hier nur noch ein paar Dinge klären und mich von meiner Frau verabschieden. Wir sehen uns dann in Haven. Es ist interessant zu hören, wie ein Magier unsere Fähigkeiten sieht, Saulus. Es freut mich, dass ihr das so seht. Ich wurde gelehrt, dass meine Fähigkeiten vom Erbauer stammen. Ihr haltet das vermutlich für töricht. Eure Fähigkeiten erklären die Welt für real. Wer, wenn nicht der Erbauer dieser Welt, könnte euch mit einer derartigen Gabe beschenken? Ihr glaubt an den Erbauer? Ich bin immer offen für neue Ideen. Aber es ist schon wieder interessant, dass seine Frau ihm so schnell mitteilen konnte, dass ich alles in Ordnung gebracht habe. Wieder so eine Weinflasche. Telepathische Übertragung. Irgendwas wird es gewesen sein. Ja, zum Teil ist die Welt halt doch sehr statisch. Und da fällt es gerade auf, weil die Frau ihm Bescheid gesagt hat, obwohl sie sich noch gar nicht wegbewegt hat. Gut, was haben wir denn jetzt alles erledigt? Hier war eigentlich nur noch dieses, aber das haben wir eigentlich auch schon gemacht. Wir könnten hier hinreiten. Es ist noch offen. Hier ist noch ein Lager. Hier ist noch hier. Machen wir erst das Lager fertig, dann ist es auch durch. Dann haben wir hier noch. Dann kann ich gegen Bären kämpfen. Oder aber. Ich glaube, wir machen das. Dann gehen wir hier hin, dann laufen wir durchs Lager. Lösen die Quest. Hier gibt es auch nochmal eine Quest. So viel wie möglich erledigen, dass wir ja Skillpunkte erreichen. Jetzt haben wir ja auch schon Pferd, also dass es schneller geht. Radcliffe muss noch ein bisschen warten.
Ich werde das ein bisschen retten, ist das auch benötigt. Dann hätte ich eventuell Level 7. Dann müsste ich dann schon ein bisschen mehr machen, weil ich bin ein bisschen festgefahren. Level 5 oder 6 ist etwas schwach. Gerade für diese Freunde hier. Schlucht der verbrannten Männer. Wo sind meine Compadres? Da. Da ist es auch schon. Na. Kommst du mit? Ah, da setze ich schon in Bewegung. Sieht aus wie ein Banter. Star Wars Banter. Kommt das oder kommt er? Ah, da kommt es schon. Na komm. Komm. Immer mitkommen. Ach, da hinten eiert schon dieser Riss rum. Ey. Ich würde ja gerne platt machen, aber ich schaffe das nicht. So, dieser Totenkopf auf diesen Gegnern, da flößt schon ein bisschen Respekt ein. Man sollte schon Respekt haben. So, wir werden jetzt mal hier runter wandern. Runter. Komm. Wo ist er denn? So. Dann hoffen wir mal, dass er uns hier folgt. Ich möchte mich nicht nötig. Länger aufhalten als nötig. Ja, da kommt er schon. So. Ich glaube, ich musste auf diesen einen Hof laufen. Komm du, dickes Panther, komm. Mürr. Tja, da stehen wir nun, Elf, und machen wieder mal die Sauerei der Menschen weg. Was täte die Inquisition nur ohne euer ausgleichendes Wesen, Meister Tethras? Ich schätze, sie würden Dörfer niederbrennen. Das tun die meisten Menschen, die ich kenne. Sind die Herren dann fertig? Weckt euch nicht auf. Wir sind schließlich hier, um euch einfältigen Menschen ein wenig zu helfen. Bevor wegen euch alles in die Luft fliegt. Mal wieder. Einfältig, sagt der Zwerg. So, komm. Querfeld ein über Stock und Stein. So, hier muss es hin. Ich glaube, da ist jemand. Na komm. Na komm. Thank you.
dafür sorgen, dass so etwas nie wieder passiert. Es wäre auch besser für dich. Ich bin nicht immer da, um deine Kühe zurückzutreiben. So. Erledigt der Fall. Jetzt gehen wir hier hin. Wie komme ich denn eigentlich dahin? Ist eine gute Frage. Da wieder zurück und dann den Fluss entlang und dann die Brücke rein oder hierhin. Habe ich nicht ein Schnellreiseziel? Ich glaube, wir nehmen einfach mal ein Schnellreiseziel. Das geht schneller. Ja, machen wir das gleiche in grün. Ich soll gucken, wo ich denn jetzt links kann. Keine Lust auf Abstürze. So, wo muss ich hin? Cascade. Zerstörte Brücke. Da hätte ich auch wahrscheinlich so hinlaufen können. Aber wir sind hier bei einem einsamen Wächter. Das sind wir eigentlich schon ganz in der Nähe. Nehmen wir das auch. Da oben muss ich hin. Ja, da bin ich so gespannt, ob ich da hinkomme. Muss ich bestimmt außen rumlaufen. Das habe ich mir schon gedacht. Ja, hier gibt es Eisen. Magma. Gibt es hier Enten oder Gänse? Das ist das Haus am See. Okay. Wir laufen nicht direkt drauf zu. Versuchen wir von der Seite zu kommen. Ups. Was ist hier? Gibt es eine Sehenswürdigkeit? Ja, ist auch eine recht schöne Stelle. Was davon hat Dragon Age mittlerweile ziemlich. Das ist so ein bisschen. Manche Sachen gehen echt unter. Oh, wer sich das durchlesen will, kann das gerne tun. Wie immer auf Pause drücken. So. Was ist hier los? Vorne stehen Leute. Sie wollen diesen Kampf, nicht wir. Es heißt, der Wiederaufbau von Kirkwall geht gut voran. Ich weiß, die Dinge stehen schlecht dort. Ich wollte euch nicht. Daran erinnern, dass die Lage in Kirkwall katastrophal ist? Habt ihr das Thema deshalb angeschnitten? Ich wollte über den Wiederaufbau reden. Ihr denkt nur an die Gebäude und selbst das wird Jahre dauern. Die Leute werden sich nicht so schnell erholen. Stellt euch dort auf und dort. Nicht überlegen, wenn ich was machen will. Denkt daran, ihr tragt Schilde, um standzuhalten. Nicht um euch zu verstecken. Haltet sie auch so. Blackwall? Wächter Blackwall? Ihr seid kein. Woher kennt ihr meinen Namen? Wer. Oh! Das muss warten. Jetzt sind erstmal diese Idioten dran. Rekruten! Da sind sie!
ihr Schwachköpfe! Das war gute Arbeit, Rekruten. Auch wenn das hier nicht hätte passieren dürfen. Sie hätten... Nun, niemand hat sie gezwungen, als Diebe zu leben. Holt euch zurück, was sie euch gestohlen haben. Geht wieder nach Hause. Ihr habt euch von ihnen befreit. Hä? Ihr seid kein Bauer. Woher kennt ihr meinen Namen? Wer seid ihr? Ich kenne euren Namen, weil ich ein Vertreter der Inquisition bin. Ich untersuche, ob das Verschwinden der Wächter irgendetwas mit der Ermordung der Göttlichen zu tun hat. Was? Die Wächter und die Göttliche? Das kann nicht... Nein, ihr fragt. Also wisst ihr es nicht sicher. Zunächst mal, ich wusste nicht, dass sie verschwunden sind. Aber das ist nicht ungewöhnlich. Keine Verderbnis, keine Wächter, richtig? Doch eines weiß ich. Ein Wächter hat die Göttliche nicht getötet. Politik ist nicht unsere Aufgabe. Ich beschuldige niemanden. Zumindest noch nicht. Ich brauche nur Informationen. Ich konnte nur euch finden. Wo ist der Rest? Ich habe seit Monaten keine anderen Wächter mehr gesehen. Ich reise allein und suche nach neuen Rekruten. Da der Erzdämon seit einem Jahrzehnt tot ist, gibt es kaum Freiwillige. Und ohne Verderbnis besteht auch keine Veranlassung zur Konskription. Es gibt Verträge, die es uns Wächtern erlauben, uns zu nehmen, was und wen wir brauchen. Also habe ich hier die Opfer dieser Idioten verpflichtet. Sie mussten tun, was ich sagte, also habe ich ihnen befohlen, sich zu wehren. Nächstes Mal brauchen sie mich nicht mehr. Graue Wächter können einen inspirieren und zu etwas Besserem machen, als man es je für möglich gehalten hätte. Ja, graue Wächter können wir eigentlich schon von, das immer nach. Wobei, habt ihr irgendeine Idee, wo die anderen Wächter sein könnten? Sie sind vielleicht in unsere Festung in Weißhaupt zurückgekehrt. Sie liegt weit im Norden, in Anderfels. Ich weiß es wirklich nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, warum sie alle auf einmal verschwinden sollten, geschweige denn, wohin. Warum seid ihr nicht auch verschwunden? Nun, vielleicht geschieht das ja noch. Vielleicht gibt es aber auch neue Anweisungen. Und der Bote hat mich einfach nicht gefunden. Als Rekrutierer bin ich oft Monate oder Jahre allein unterwegs. Ich wusste nicht, dass sich die Wächter nehmen können, was sie wollen. Es ist kompliziert. Bei einer Verderbnis müssen alle den Kampf gegen sie unterstützen. Die Verträge sind uralt. Ob sie allerdings auch in Zeiten ohne Verderbnis gelten, ist vor allem eine Frage der Überzeugungskraft. Es war mir eine Freude, Wächter Blackwall, aber das hilft uns leider nicht weiter. Moment mal, ihr sagtet, ihr wärt ein Vertreter der Inquisition? Die Göttliche ist tot und der Himmel aufgerissen. Auch wenn wir nichts damit zu tun haben, sollten wir bei derartigen Ereignissen zumindest hier sein. Wenn ihr die Dinge wieder in Ordnung bringen wollt, braucht ihr vielleicht einen Wächter. Ihr braucht mich. Nehmen wir Wächter Blackwall? Die Inquisition nimmt euer Angebot an. Das freut mich. Wir beide wollen wissen, was hier vor sich geht. Vielleicht war ich schon zu lange allein. Ich werde der Inquisition beistehen. Und schon haben wir viel zur Auswahl. Und jetzt kann ich wahrscheinlich den Zwerg endlich rausschmeißen. Weil ich zwei Fernkämpfer und zwei Nahkämpfer. Das ist praktisch. Gut, dann stelle ich mir das Ganze. Dann mal willkommen im Team, ne? Das wird natürlich wahrscheinlich keinen, der irgendwo einbrechen kann, aber hier mal Musikteil. Zack. Plündern.
auch gleich mal nach, wie der ausgerüstet ist. Und hier. Hier ist nichts. Solus, habt ihr je erwogen, den Zirkel von innen heraus zu reformieren? Ihr besitzt sowohl Wissen als auch.